Willkommen zu FN24 Audi-Karriere. Wir sind heute im Saisonfinale unserer ersten Season, aber keine Angst, es wird auf jeden Fall eine zweite, dritte, vielleicht sogar vierte, fünfte geben. Also abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Falls ihr nicht habt, lasst unbedingt doch gern ein Däumchen nach oben da und schaut auch gern auf Social Media vorbei, Instagram und auf TikTok. Hier haben wir noch einmal die Strecke von Yas Island. Ich bin eigentlich kein großer Fan der Strecke, denn sie bedeutet natürlich immer wieder Abschied, aber auch irgendwie weirde Rennen. 5,2 Kilometer, 16 Kurven und zwei DRS-Zonen. Und auch so, heute wird es wieder ziemlich komisches Rennen hier geben. Also bleibt auf jeden Fall dran und schaut auch unbedingt bis zum Schluss. Ich bin trotzdem jetzt mal gehypt. Ich habe mir hier einen Wingman gesucht. In meinem Fall ist es Max Verstappen, der wird mich hier so ein bisschen ziehen. Denn das Ganze hat mir schon in Katar gut gefallen. Jetzt heißt es also auch hier, dank Verstappens Hilfe, eventuell ein bisschen weiter vorne starten, als wo wir starten würden. P17 war mein erster Versuch. Naja, ich glaube, das geht auf jeden Fall besser. Wir fahren hier jetzt im Mittel, selbst schalten, selbst bremsen und KI auf 97. Also, da haben wir jetzt mal die Basics geklärt. Da haben wir die Schicksalskurve von 2021. Lewis Hamilton, Max Verstappen. Wir kennen die Geschichte alle zu gut. Ich jage also hier Verstappen, beziehungsweise er schenkt mir hier seinen Windschatten, der, glaube ich, auch minimal funktioniert. Hier sehr spät auf der Bremse, aber trotzdem noch die Kurve ordentlich erwischt. Aus der Kurve raus geht es hier wirklich sauber und wir gehen im Windschatten jetzt Max Verstappen nach. Ja, ich glaube, der hat auch so ein bisschen abgerissen, also der ist schon etwas weiter weg als erwartet. 4 Zehntel und wir sind ja knapp bei 126 schneller als Nico Hülkenberg auf P15. Also eine Verbesserung ist es auf jeden Fall. Es geht in den kurvigen Endsektor und da hatte ich vorhin schon einen Schnitzer drin, was bedeutet, dass es jetzt eventuell besser laufen könnte. Hier links drüber, rechts drüber und links an der Latifi-Schicksalskurve vorbei, den Körper hardcore schneiden. Jetzt geht es hier Full Speed rechts und dann noch einmal rechts und dann haben wir hier knappe, ja doch, 5 Zehntel hier im Delta. Jetzt mal gucken, wo wir starten. Für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Sainz, Oscar Piastri, Perez, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Tsunoda, Stroll, Ocon, Gasly, Magnussen, der Professor, Albon, Hülkenberg, Ricardo, Sargent, Joe, Bottas und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ciano vom letzten Platz, das weiß ich auch nicht, ob es mit dem hier weitergehen wird. Eventuell suchen wir uns da einen, ja sagen wir mal, besseren Formel 2 Piloten. Es wird keinen roten Reifen hier geben. Wir kennen alle diese Wüstenstrecken. Die haben halt wirklich enorm viel Reifenverschleiß. Saisonfinale Nummer 1. Lights out und let's go, Leute. Von P15 geht's los. Ich habe mir ehrlich gesagt einen besseren Platz vorgestellt. Aber uns haben auch nur knapp 16.000stel auf P14 gefehlt. Das ist eine ganz, ganz enge Nummer hier hinten. Und wir kennen alle dieses Katar. Mein Gott. Okay. Das war nicht gerade fein von mir. Aber ich hatte hier wirklich ganz, ganz wenig Platz und wusste auch nicht, warum Ocon da jetzt so weit nach außen fährt. Wir gehen hier mal an die Außenseite, nehmen ein bisschen mehr Schwung mit. Vielleicht können wir Kevin Magnussen hier irgendwie... Das ist ein Wahnsinn. Wir sind so langsam aus den Kurven raus auf den Geraden. Das ist einfach nicht unsere Strecke. Ich meine, du brauchst halt wirklich einen guten Kurven-Exit. Und was macht Ocon hier? Was macht Ocon? Ich mache nicht den gleichen Fehler wie in der Senna-Karriere. Übrigens könnt ihr doch gerne reinschauen und ihr dürft auch gerne schreiben, welche Karriere ihr lieber weiterhaben würdet. Ich persönlich bin mit der Audi-Karriere eigentlich sehr fein und die Senna-Karriere war jetzt eh nicht gerade unbedingt spaßig, obwohl es da bei Ferrari weitergehen würde. Ein komplett neues Kapitel für Ayrton Senna, aber jetzt gehen wir hier mal rein und wir sind auf P13. Das ist eher more, aber auch die Qualifying Pace, die hat halt schon gezeigt, dass im Rennen das ganz schwierig werden könnte. Wir probieren hier mal an der Innenseite zu bleiben. Können wir hier... Wow, Leute. Hier geht's an Yuki Tsunoda vorbei, der hier mit Ocon fightete. Und wir sind auf P12 vorgekommen. Aber ich glaube, ab jetzt wird es ziemlich schwierig werden. Wir haben da vorne Lance Stroll und die schauen halt wirklich
um eine Ecke schneller aus an diesem Wochenende. Also die haben sich natürlich auch wesentlich weiter vorne qualifiziert. Esteban Ocon, ja, ich glaube auch, dass der ein bisschen schneller kann als wir. Jetzt gucken wir uns aber noch einmal die Start-Replay hier an und da ist auf jeden Fall zu sehen, der WM-Anwärter ist nur von P2 gestartet, also Lando Norris und Max Verstappen von der Pole. Das ist tatsächlich eine ganz dumme Sache. Also das könnte ja irgendwie, ja, da kam es dann zur Berührung mit Ocon. Aber ja, das war leider nicht meine Absicht. Also das war absolut nicht meine Absicht, dass es ja leider zu dieser Kollisionberührung kam. Hier schießt dann Ocon raus und ich probiere natürlich auch hier an Magnussen vorbeizugehen und ja, bist du deppert. Also Ocon hat hier Eier aus Stahl, bremst so unnormal spät und kommt dann wirklich auch noch mit so viel Glück da rein und kann da wirklich auch noch sich neben Stroll setzen, was dann eh nicht ganz gut geht, aber ich bin da wirklich, ja, sehr fein damit, dass ich da hinten geblieben bin. Jetzt haben wir hier Esteban Ocon, ja, sagen wir mal, in einem schönen Abstand. Also ich komme da jetzt auch nicht unbedingt dran, dass ich mir denke so, oh mein Gott, wir sind überdrüber schnell. Ähnlich wie in Las Vegas oder so. Das war bis jetzt echt der einzige Funke, wo ich mir dachte so, wow, was für ein geiles Rennen. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann müsst ihr unbedingt reingucken. Das ist mein absolutes Favorite-Rennen diese Season bis jetzt gewesen. Aber liegt natürlich auch am Endstand, würde ich fast sagen. Jetzt sind wir gerade noch so im DRS-Fenster und trotzdem kommt Yuki Tsunoda hier jetzt schon mal angeschossen. Das ist echt eine interessante Sache, die sich hier entwickelt. Wir sind hier in einem engen Mittelfeld. Hinten gibt sich Chano mir mit den beiden Kicks saubern, der ist da im Sandwich drinnen. Und wir, ja, kommen jetzt auch nicht unbedingt weiter nach vorne. Ich meine, wir sind auf einem stabilen 12. Platz. Ich glaube auch, dass mit der Strategie ein, zwei Pünktchen drinnen sind, weil da wirklich auch alle knapp zusammenkleben. Aber der Reifenverschleiß ist gottlos auf dieser Strecke und unsere Kurvenpace ist wirklich so miserabel. Ich kann lediglich, ja, so ein bisschen im letzten Sektor in diesen schnellen Kurven ein bisschen Zeit aufholen, aber ich verliere so unnormal viel, gerade hier im ersten Sektor. Ich muss hier zwar nicht bremsen oder so, aber ich weiß nicht, das Umlenken, vielleicht ist es das Setup oder auch natürlich der Fakt, dass wir einfach das schlechteste Auto hier am Feld haben, aber ich fühle mich hier absolut fehl am Platz. Das ist unwohl und wir müssen halt wirklich unnormal hier pushen, um ja den Anschluss nicht zu verlieren. Und den haben wir vorerst mal verloren. Yuki können wir, glaube ich, jetzt doch hinten halten in dieser Runde, aber der wird auch in ein, zwei Runden aufzeigen, weil jetzt sind wir aus dem DRS-Fenster zu Ocon draußen. Kann natürlich jetzt sein, dass die mit dem Fighten da vorne ja jetzt doch wieder drin sind. Das DRS kommt natürlich wie gerufen und da kommen wir wieder ein bisschen näher dran, aber ich glaube tatsächlich, dass es auf kurz oder lang gesehen echt eng werden könnte mit den Punkten. Da vorne geht es eindeutig zur Sache und ich glaube, der Hauptinterakteur, oder wie das heißt, ist auf jeden Fall der Aston Martin. Wir sind jetzt mit 3,5 Sekunden zuerst, aber nur Ocon. Entscheide ich mich früh für den Boxenstopp, aber ich weiß auch, es geht mit dem weißen Reifen weiter. Also das sollte trotzdem irgendwie sich ausgehen. Und wir probieren hier einen Undercut gegen diese Gruppe, die da vor uns herumfährt. Und der Mercedes ist in dieser Gruppe der Führende gewesen. Jetzt gehen wir also mal rein. Hoffentlich verkackt die Pit Crew nicht, Leute. Das letzte Mal diese Season. Und natürlich verscheißt ihr es. Es ist einfach abnormal. Wir gehen jetzt direkt aus der Box hier raus und können, ja, mit der Storn sehen, dass wir über 11 Sekunden hinter Chano Ocon zurückgefallen sind. Der kaputte Boxenstopp, der kostet natürlich enorm viel Zeit und aus dem Undercut wird jetzt halt natürlich ein Underfail, weil es wird jetzt unmöglich werden, da diese ganze Gruppe zu überholen. Wir verloren allein fast 3 Sekunden in der Pit und das ist dann wirklich eher scheiße, wenn sowas passiert. Aber ein paar reagieren drauf. Wir gucken mal, können wir da ein paar Jungs überholen. Auch Esteban Ocon, der fährt gerade unter uns durch. Was bedeutet, der Undercut gegen unseren direkt in vor uns liegenden hat geglückt. Wir sind auf P18 zwar erst, aber wir sind auch an Esteban vorbei. Da bin ich wirklich stolz drauf, weil ich glaube, das war so mein Hauptziel. Vielleicht können wir da noch den ein oder anderen undercutten. Fernando Alonso ist leider jetzt schon vor uns rausgekommen. Ich glaube auch nicht, dass wir da... Wir haben so viel Zeit auf Alonso verloren. Aber ist klar, ich meine, wir waren fast 4 Sekunden hinten und dann auch noch
Ja, der vermasselte Pitstop, das kostet dann natürlich enorm viel Zeit. Aus der letzten Kurve geht's raus. Esteban Ocon, der klebt uns regelrecht am Heck dran, aber das ist jetzt mal trivial. Jetzt gucken wir mal, wo wir... Yes, Gasly auch hinter uns und wir sind auf P10. Kann sich das ausgehen beim Pitstop, beim Pit-Lane-Exit so, dass wir da vorne bleiben? Ja, das reicht auf jeden Fall mal. Aber 2 Zehntel ist jetzt nicht gerade die Welt zu Esteban Ocon. Ich glaube tatsächlich, dass der uns heute noch so ein bisschen den Punkt streitig machen kann. Aus der Kurve raus hatten wir einen ordentlichen Exit. Und jetzt ist der Safety Car draußen, weil es tatsächlich einen Ausfall gegeben hat von Esteban Ocon. Das gefällt uns natürlich... Na doch, eigentlich schon nicht. Ich weiß nicht genau. Ich meine, wir hatten einen schönen Abstand zu Lance Stroll und Kevin Magnussen. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das Safety Car so toll ist, aber... Es beschert uns jetzt mal ein, zwei Runden voller Entspannung. Wir holen die Kolonne ein. Und wie lange gab es eigentlich schon kein Safety Car mehr in unserer Karriere? Da müssen wir echt weit zurückgehen. Ich glaube tatsächlich, dass das in der zweiten Saisonhälfte eine riesen Seltenheit wurde. Ich glaube, in Baku hatten wir eins. Tatsächlich, in Baku. Aber dann wird das dann echt schon eher mal. Jetzt heißt es Broadcast-Modus. Ich gönne mir jetzt mal ein bisschen Pause. Weil das Hinterherfahren, das bringt sowieso nichts. Und warum sollte ich hier, warum sollte ich mich hier anstrengen, wenn das auch so geht? Wir gucken uns das Ganze einmal an, hier von der Außenperspektive. Und eins auf jeden Fall zu sehen, Bernd hat den Mercedes und Charles Leclerc, ja, der WM-Kampf ist, wenn es so ausgeht, aktuell auf jeden Fall entschieden. Also der WM-Kampf ist ja Max Verstappen gegen Lando Norris und Lando ist nur 4. Max auf 2 und der hat auch natürlich jetzt durch diesen Restart noch die Chance, das ganze Ding zu gewinnen. Also ich glaube, Max Verstappen wird easy hier wieder Champion, auch wie in unserer Formel 1 Season. Ist das vielleicht schon ein Vorbote auf die aktuelle Formel 1? Also ich finde das cool, weil es halt wirklich auch genau die beiden Fahrer sind, die sich hier so ein bisschen angetan haben. Mag ich ein bisschen diese Vorstellung, aber... Wir müssen da natürlich jetzt mal abwarten, weil das natürlich ganz andere Gegebenheiten sind. Jetzt mal hier zurück zum Geschehen. Ja, Bernd, das ist schon deine zweite Runde. Ich glaube auch, dass der jetzt Ende dieser Runde... Ja, der kommt jetzt rein. Guan Yu Zhou ist während der Safety Car Session ausgeschieden. Das ist natürlich auch mal eine interessante Sache. Und hier gucken wir uns noch einmal ein paar Replays an. Auch wenn es da wirklich nicht viele gab. Hier sehen wir... Oh mein Gott, okay, das habe ich gar nicht so... In Erinnerung, der hält hier drauf und wir können hier gerade noch so mit einem ganz late Move, mit einer Dive Bomb fast schon gegen Yuki Tsunoda arbeiten. Kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt... Leute, es geht wieder rein ins Rennen. Das ist die Endnachspitz. Ich meine, wir kämpfen weder um den WM-Titel noch hier um relevante Positionen. Aber trotzdem heißt das hier gegen Fernando Alonso noch einmal alles geben, auch wenn der wirklich im Rennen hier eine eigentlich unantastbare Größe war. Aber wir probieren es trotzdem. Vielleicht können wir hier mit einem guten Exit aus der letzten Kurve, aber es gibt auch kein DRS, also... Dann eher vielleicht auf der Start- und Zielgeraden. Aus der letzten Kurve raus, eine gute Exit eigentlich, auch eine gute Reaktionszeit für den Stauber. Fernando Alonso, wo nimmt der die Pace? Ja, guck dir das mal an, wie schnell der ist. Das ist, hä? Warum ist der so schnell? Ich hatte sogar mehr Schwung, weil ich dann neben der Strecke war. Aber Fernando hat es trotzdem irgendwie geschafft, noch schneller zu sein. Das ist eine interessante Sache. Es geht hier durch den ersten Sektor durch und ich merke jetzt schon, ich kann die Pace nicht halten. Das ist einfach crazy, wie schnell die da vorne herumfahren können. Auch ein spät gebremst, hier den Körper leicht getuschelt
Und ja, mit dem ERS können wir uns wahrscheinlich wieder hier dran saugen, aber das dauert eine Runde maximal, wenn die Pace so weitergeht von den Jungs da vorne, bis ich aus dem DRS-Fenster draußen bin. Das ist tatsächlich, mit dem habe ich nicht gerechnet. Also for real, mit dem habe ich nicht gerechnet. Hierdurch sag auch hier einen viel besseren Exit als Alonso an und für sich, aber der Mann ist, das ist ein Wahnsinn, das ist ein fucking Aston Martin. Wie schnell ist das Auto bitte? Das ist crazy. Mir fehlen die Worte tatsächlich. Der ist unnormal schnell, dieser Mann. Und ich hatte ohne DRS-Hilfe hier zweimal eine Verbesserung. Das ist auch interessant. Aber wir haben natürlich auch relativ neue Reifen. Und durch dieses Safety Car haben wir auch ein bisschen natürlich an Sprit verloren. Was das Ganze natürlich etwas einfacher gemacht hat. Jetzt sind wir hier am Ende der 14. Runde angekommen. Vielleicht können wir da doch uns ein bisschen noch an Alonso dran klammern hier. Und dann, ich rede nicht mal schnellste Rennrunde, obwohl wir... Das macht, also nein, Safety Car war ja schon vorige Runde drinnen. Das macht dann doch nicht Sinn. 1:26.000. Auch eine schön glatte Zahl. Hier hatte ich auch schon noch nie, glaube ich. 007 kann ich mich erinnern. Damals war Red Bull, oder? Hatten die nicht diese 007 Heckflügel wegen Aston Martin? Fand ich auch interessant. 1,2 Sekunden fehlen uns zu Yuki Tsunoda und ja, Fernando Alonso. Das war mir ehrlich gesagt schon klar, als ich den Restart vom Safety Car gesehen habe. Dass wir den Mann heute nicht stoppen können, beziehungsweise da vorne einfach nichts zu suchen haben. Die sind unnormal schnell, also for real, die sind unnormal schnell. Ich kann einfach das nicht fassen. Hier gehen wir in die 17. Runde etwas weiter nach vorne und ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist echt, ja, das ist heute einfach ein ganz, ganz komisches Rennen, Leute. Ich kann die Pace gar nicht halten, also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Haltet ihr solche Rennen schon mal, wo ihr euch denkt so, warum, wie bin ich hierher gekommen und vor allem, warum sind alle so schnell? Es macht keinen Spaß hier. Aber wir haben natürlich auch vieles auf nächste Season abgegradet, was bedeutet, dass wir eventuell in der kommenden Season dann doch schon auf Niveau von Kick sauber fahren können. Es gab ja schon das ein oder andere Highlight-Rennen dieser Season. Ich muss natürlich noch einmal hier auf Las Vegas zurückgehen. Aber auch viele andere Rennen, wo wir schon nah am Podium dran waren. Oder auch wie in Katar zum Beispiel, wo wir sogar am Podium drauf waren. Also schaut da unbedingt gern vorbei, falls ihr wissen wollt, wie wir das geschafft haben. Jetzt kommt noch einmal Yuki Tsunoda in der letzten Runde, in der letzten Möglichkeit hier. Der hält hier links rein, aber nein, der ist zu weit weg, um hier noch einmal einen relevanten Angriff zu wagen. Wir gehen also in die letzte in den letzten Sektor hier rein. Und ja, Fernando Alonso, der hat uns da easy abgezogen. Ich weiß nicht, wo die KI die Pace hernimmt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Abu Dhabi auf Nummer 1 steht. Rennstrecke, die ich in der nächsten Season aus dem Kalender löschen werde. Ich weiß nicht genau, aber diese Strecke hat mit Abstand am wenigsten Spaß gemacht von allen Strecken, die wir diese Season gefahren sind. Jetzt geht's also hier drüber. Das ist auch somit die finale Flagge für unsere erste Season. Wir gehen hier immerhin mit einem wertvollen Zähler nochmal raus und werden auch am Schluss nochmal auf den WM-Stand gucken. Ich bin trotzdem stolz, Max Verstappen hat den Titel gewonnen. Glückwunsch natürlich an Red Bull. Hier sehen wir das Ganze noch einmal. Was für eine Show, was für ein Titelgewinn. Bis ins letzte Rennen sich abgewartet. Ja, Verstappen und Red Bull können das anscheinend. Gehen wir mal zur Siegerehrung. Sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt haben wir einen neuen Formel 1 Weltmeister. Und Leclerc überquert die Ziellinie. Da ist die karierte Flagge. Charles krönt sich. Da ist der Sieg. Ein großartiger Sieg heute beim letzten Rennen der Saison. Diese Energie nimmt man mit in die Winterpause. Und das ist wichtig, denn das Team lebt davon. Und man will schließlich, dass sie einem das bestmögliche Auto für den Beginn der nächsten Saison liefern.
Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Da haben wir das Ganze. Max Verstappen mit der schnellsten Rennrunde Zweiter und Lando nur Vierter. Also der hat allein im letzten Rennen 7 Punkte verloren und er hätte 12 mehr holen müssen. Das war natürlich von Anfang an klar, dass das eine enge Sache wird. Aber ich bin trotzdem stolz auf unsere erste Season. 7 Punkte haben uns nur Fernando Alonso gefehlt und auch hinter uns. Da war wirklich eine riesen Luft. Also fast 101 Punkte. Die wir da zu Lance Stroll aufgebaut haben. Konstrukteurs-WM war mir auch schon klar, dass wir da 6. Platz werden. Und ich bin wirklich stolz. 10. Platz in der Fahrer-WM, 6. Platz in der Konstrukteurs-WM. Charno, unglücklich, keinen einzigen Punkt in dieser Season geholt. Ich weiß nicht genau. Schreibt's gerne rein. Habt ihr einen Vorschlag, welchen Piloten wir uns nehmen sollen? Ich glaube, Charno wird es nicht mehr ganz werden. Ich habe da in der Formel 2 ein paar gute Kandidaten mit natürlich Colapinto, mit Bortoleto. Ich weiß nicht, ob es die schon alle gibt, auch im Game. Müssen wir uns dann auf jeden Fall im nächsten Teil damit befassen. Aber dieses Mal würde ich mal sagen, war es das für heute. 615.000 gibt es drauf, weil wir punkten konnten auch in Qualifying, uns in den Top 15 qualifiziert haben, glaube ich, ist das Ziel. 2000 Schaden für, ich glaube, Flügel war das, aber im Training oder so. Da brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt lumpen lassen. Und für heute war es das mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das nächste Mal steht dann die Vertragsverlängerung an und natürlich ein neuer, vielleicht upgegradeter, geänderter Kalender. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel, morgen oder später und ciao.